Hä? Okay, ein Klerik, sein heiliges Symbol, okay. Als Priesterin wisst ihr viel über verschiedene Religionen, richtig? Zum Beispiel ihre heiligen Symbole? Ja, ich habe einige Kenntnis, ja, aber ich bin kein Gelehrter. Es gibt einen langweiligen Priester im Auffanglager, von dem ich glaube, dass er weit mehr weiß als ich. Ich suche Informationen über die Rote Ritterin. Der Ritter ist ein Verbündeter von Tempus. Was habt ihr vor? Ich muss einen Anhänger der Roten Ritterin dazu bringen, ein heiliges Symbol herzugeben. Blasphemie. Die Rote Ritterin ist eine ehrbare Göttin, die sich mit Taktik und Strategie beschäftigt. Wenn ihr diesen Priester stört, werdet ihr euch erklären müssen. Mein Anliegen ist rechtschaffen. Der Priester nutzt den Segen der Roten Ritterin für den Kreuzzug. Er muss aufgehalten werden. Very well. I'll help as best I can. Let's see now. The Red Knight's worshippers play many games. Here, I have a board for Coronir, a game the elves invented. Challenge the priest, get him to wager his holy symbol. Sehr gut, ich werde helfen, so gut ich kann. Mal sehen, die Anhänger der Roten Ritterin spielen viele Spiele. Hier habe ich ein Brett für Koronir, ein Spiel, das Elfen erfunden haben. Fordere den Priester heraus, bring ihn dazu, sein heiliges Symbol einzusetzen. Wie kann ich sicher gewinnen? Genauso wie im Kampf mit Ehre und überlegenem Geschick. Hab Dank mit Sera. Dann macht weiter und sorgt dafür, dass ihr mein Brett zurückbringt, wenn ihr fertig seid. Ja, eigentlich brauche ich Dienste. Ich bräuchte nämlich einmal geringe Genesung. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich brauche gute Genesung. Die hast du nicht. Shit. Wo, wie ihr wünscht. Wo ist mein Schlafchef, wenn man ihn mal braucht? Oder war der da oben? Da ist Bett. Ach, da ist er, ja. Was war das nochmal mit? Ich muss einen Bären beim Pass des toten Mannes jagen. Ich muss dieses Bärenfell zum Quartiermeister Bellegram bringen. Okay. Oh, es ist doch weg, meine. Mein Attributsverlust ist jetzt doch weg. Ich brauche ein schluckstarkes Röhrenbier. So, einmal ordentlich schlafen. Pink hair, eh? That's an interesting look. Sure, make fun of my hair. Why not? Everyone's got something to say. Nira, you set the fort on fire. Nira, you turned your hair pink. Nira, you set the fort on fire again. I know what happened. I was there. Okay. Your hair wasn't always pink? No. I figure one of these days a spell will go off and change my hair back. So far, nothing. But it hasn't turned into vipers either. So that's something. What color was your hair before? Lavender. Okay. Safana fängt an. Rosa Haare. Das sieht ja mal interessant aus. Also Nera hat ja wirklich so leicht rosane Haare. Und darauf Nera. Sicher, macht euch ruhig über meine Haare lustig. Warum auch nicht? Irgendwas müssen die Leute ja immer sagen. Nera, ihr habt die Burg in Brand gesteckt. Nera, ihr habt eure Haare rosa gefärbt. Nera, ihr habt die Burg schon wieder in Brand gesteckt. Ich weiß, was passiert ist. Ich war dabei. Safana darauf, eure Haare waren nicht schon immer rosa. Nera darauf, nein, ich hoffe, dass eines Tages ein Zauber gewirkt wird, der meine Haare zurückverwandelt. Bisher ist aber noch nichts passiert. Immerhin haben sie sich noch nicht in einen Haufen Schlangen verwandelt. Das ist ja schon mal was.
Dann fragt Safana, welche Farbe hatten eure Haare vorher? Darauf Nera, die von Lavendel. Fine. I have many fine wares. Oh, da seid ihr. Braucht ihr etwas? Kann er dir helfen? Da braucht ein paar neue Stiefel, die aus Bärenhaut gemacht werden sollen. Oh, tatsächlich. Er braucht ein neues Paar Stiefel oder will er ein neues Paar Stiefel? Er braucht sie. Er denkt, ohne einen neuen Glücksbringer wird er im Kampf sterben. Er will sie. Ich will, dass sie ihr sie viel macht. Tut uns allen drei einen Gefallen und gebt zwei von uns, was sie wollen. Was kümmert es euch? Er ist ein Soldat und ihr Quartiermeister. Steht die Stiefel leer. Lass mich darüber nachdenken. Sag mir in der Zwischenzeit, was ihr zum Verkaufen habt. Nehmen wir mal die Eins. Gut, es dauert aber einen Tag. Ich verstehe nicht, warum ihm ein paar dieser anderen gut gefertigten Stiefel nicht reichen. Wartet, ihr habt neue Stiefel? Könnt ihr ein paar für ihn holen und die maßgestalteten Stiefel selbst verwenden? Natürlich, sie sind kostenlos für Soldaten, die sie brauchen. Mir ist's egal, was ihr mit den neuen macht, sobald sie fertig sind. Danke, ich nehme ein paar der gewöhnlichen Stiefel. Seid nur zufrieden, dann geht, lasst mich arbeiten. Ich soll einen Tag später wieder beim Quartiermeister. The beauty of a sunrise has ja, nothing on ihr braucht me. Nur zu fragen. Okay, aber ich will verkaufen. An army marches on its stomach. So, gewöhnliche Stiefel. Die Eispfeile können weg, die Streitaxt, beißender Pfeil, das da kann alles weg. Ja, so. Da kannst du auch den Kopf haben. Ich weiß nicht, ich verkaufe die beiden Stäbe. Der Himmel ist, haben eh nicht viele Ladungen. Wie kann ich helfen? Jetzt müsste ich eigentlich nur diesen Grenadier wiederfinden. Ach, hier war Helfter sogar schon. Ich bin es, Helfter. Ich habe hier eure Stiefel. Meine neuen Stiefel, lass sie mal sehen. Hier sind sie. Sie mögen gewöhnlich aussehen, aber sie sind voller Glück. Are you sure they're lucky? They look like everyone else's boots. Seid ihr sicher, dass sie Glück bringen? Sie sehen aus wie gewöhnliche Stiefel. Seht euch diese Naht an, die Details an den Seiten, das sind definitiv echte Glücksstiefel. Natürlich tun sie das, sie wurden vom selben Mann gemacht, der alle Stiefel anfertigte. Aber alle anderen sind keine Glücksbringer, diese schon, jetzt gibt mir meine Belohnung. Nehmen wir mal das erste. Yes, you're right. These must be lucky. Thank you. Here, take these as a reward. Ja, ihr habt recht, die müssen Glück bringen. Danke, hier nehmt diese Belohnung. Yeah, they're comfortable too. Guard duty will be a breeze from now ha, on. Die sind sogar gemütlich. Der Wachtdienst wird jetzt ein Kinderspiel. Ich habe Hälfte neue Stiefel besorgt. Oh, ein Abwehrtrank. Dann Seerlich Dorn, schmeiß die Dinger raus. Die brauchen wir eh nicht. Wie ihr wünscht. So, dann können wir uns jetzt mal aufmachen. Zur Burg Drachenspeer. Alright. Let's find Ski and get out of here. In Ordnung, finden wir Ski und verschwinden hier. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Wenn der Kreuzung sie in den Finger bekommen, wird unsere Aufgabe weiter schwerer. Eilen wir nicht zu bald ins Lager zurück. Wenn wir unsere Feinde beobachten, können wir etwas Nützliches lernen. Einverstanden, Skis Überschild weiß zu viel, Ken darf sie nicht bekommen. There's but one way to ensure that doesn't happen, if it's not already too late. Es gibt nur einen Weg, um sicher zu gehen, dass das nicht geschieht, wenn es nicht schon zu spät ist. Wir sollten zuerst die äußere Burg ausgeschaffen. Es ergibt keinen Sinn, unser Leben beim Versuch hineinzugelangen zu riskieren, wenn sie hier draußen herumschleicht. Los. Wie ihr wünscht. Okay, wir sind bei Burg Drachenfels angekommen. Was wieder riesig ist, das Gebiet.
alone. Leave me alone, you animals. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ihr Tiere. Wir befolgen die Befehle von Killer Argent, Mädchen, und nicht von euch. Was ist denn los? Lass das Mädchen gehen sollen, oder? Killer wird heute noch von euren Taten erfahren und sie werden ihr ganz und gar nicht verfallen. Das verspreche ich euch. Ihr werdet jetzt mir unterstehen, toter Mann. Nehmen wir mal die zwei. Und wer seid ihr? Ich bin Brenno, ihr Fluch des Eisentruns und Schlechter von Sariburg. Ich bin Enzler von Tiefwasser, Berater der strahlenden Dame, Killer Argent. Lass das Mädchen jetzt gehen, sonst werdet ihr von diesem abscheulichen Missbrauch des Vertrauens, das euch entgegengebracht wird, erzählen. Ich werde das Letzte sein, was ihr in diesem Leben sehen werdet, wenn ihr die Frau nicht freilasst und ihr verschwindet, und zwar sofort. Nehmen wir die zwei und blöffen mal. Vergib mir, Herr, wollt nichts Böses. Wir werden uns nun um unsere Angelegenheiten kümmern. In Ordnung, ja? Also dann, Leute, diese Wälder werden sich nicht von alleine patrouillieren. What is this? What are you doing here? Was ist das, Bruno? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Ich suche euch. Was zur Hölle, Ski? Ich verschwende meine Zeit beim Suchen nach euch. Kehrt ins Lager zurück. Nehmen wir die zwei. I'm spying on Dragonspear. Watching the Crusaders for weaknesses we can exploit. Ich spioniere ihre Drachenspeer aus und suche nach Schwächen der Kreuzritter, die wir ausnutzen können. Wer hat euch gesagt, dass ihr das tun sollt? No one told me to do it. I'm taking the initiative. Niemand sagte mir, dass ich das tun sollte. Ich habe selbst die Initiative ergriffen. Soldaten übernehmen nicht die Initiative. Sie befolgen Befehle. Kehrt ins Lager zurück. Bitte? Was wirklich passiert ist? Habt ihr eine Blase auf eurer Hand bekommen? Euch den Zeh gestoßen? Habt ihr überhaupt erwägt, euch plausible Gründe für eure Taten auszudenken? Oder habt ihr einfach euren Posten in dem Moment verlassen, als es euch in den Sinn kam? Ihr riskiert euer Leben ohne Grund. Nehmen wir mal die zwei. Ich habe zwei Blasen. Wer lebt auf dieser Weise? Die Soldaten der flammenden Faust, die ihr euch aus freiem Willen angeschlossen habt. Bitte gerne ins Lager zurück. Die Leute sorgen sich um euch. Das tut ihr im Moment. Niemand hat euch darum gebeten, hierher zu kommen, Ski. Es war eure Entscheidung. Nun müsst ihr damit klären. Kehrt ins Lager zurück. Benz sorgt sich um euch. Blasen werden eure geringste Sorgen sein, wenn euch der Kreuzzug ergreift, ihr verzogenes Bike. Kehrt sofort ins Lager zurück. Nehmen wir mal die zwei. No, when my dad was my age, he took his unit into a den of wyverns and killed them all, so the nearby farms would be safe. Wisst ihr, als mein Vater in meinem Alter war, nahm er seine Einheit in eine Wyvernhöhle und tötete sie alle, damit die nahen Bauernhöfe sicher waren. Wisst ihr, wie oft ich von der Lindwurmhöhle gehört habe? Sehr oft, Lindwürmer. Ich habe Schlimmeres bekämpft als Lindwürmer und gewonnen. Aber kümmert es Papa? Kümmert es irgendjemandem? Everyone expects me to sit safely by the fire and polish my boots. Stupid. I'll go back to camp. For now. Jeder erwartet von mir, dass ich beim Feuer sitze und meine Stiefel putze. Das ist dämlich. Aber einstweilen gehe ich zurück zum Lager. I'm sure they do. Come on now. Back to the camp with you. Let's go. Bestimmt tun sie das. Nun komm, zurück ins Lager mit euch. Okay. Wir haben schon mal Ski gefunden. Ich muss Marsha Nederlock informieren, aber wenn wir schon hier sind, können wir uns weiter umsehen. Okay, hier ist eine Palisade und damit Ende. Hier wäre ein Eingang. Will ja nichts sagen, aber Burg Drachenspeer sieht eher aus wie die Ruine Drachenspeer. Und auch hier geht's nicht weiter. Okay. Aber die Musik hier ist gut. Gut, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns hier weiter in Drachenspeer umsehen. Wir sollen ja auch eigentlich aus Drachenspeer ein paar Sachen klauen. Und solange uns Kayla selber nicht sieht, sollten wir eigentlich auch unentdeckt da durchkommen. So, das wäre jetzt Let's Play 14.
Speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.